Heute zeige ich euch ein Workout, wie ihr euren Körper in 15 Minuten richtig fit machen könnt. Los geht's! Los geht's mit einer Minute Seilspringen. In unserem Workout wechseln wir uns immer ab. Eine Minute Seilspringen, eine Kraftübung. Unsere erste Kraftübung sind die Ausfallschritte. Dabei bringt ihr Schienbein und Oberschenkel in einem rechten Winkel zum Boden. Abwechselnd erst das rechte, dann das linke Bein. Als nächste Übung die Gluteusbrücke. Legt euch auf den Rücken, ein Bein ist aufgestellt, das andere Bein in die Höhe und nun bewegt ihr euer Becken abwechselnd in die Höhe und zum Boden. Dies macht ihr 30 Sekunden, dann wechselt ihr das Bein. Zur Stärkung der Rumpfmuskulatur gehen wir in den Unterarmstütz und nach ca. 30 Sekunden drücken wir uns mit den Armen abwechselnd in die Höhe. Vorletzte Übung, unser Superman oder Superwoman. Legt euch auf den Boden, die Beine sind aktiv angespannt, berühren den Boden, streckt die Arme nach vorne, schnappt euch einen Gegenstand eurer Wahl, den ihr von vorne über den Rücken wieder nach vorne führt. Endspurt, letzte Kräftigung, Liegestütz. Sollte euch das zu schwierig sein, so könnt ihr eure Knie auch ablegen und dabei mit der leichteren Variante die gleiche Bewegungsausführung ausüben. Nun ein allerletztes Mal Seilspringen. Gebt nochmal eine Minute richtig Gas. Geschafft. Jetzt noch ein paar Minuten Zeit zum Frischmachen. Nichts ist unmöglich. Auch wenn man nur ein paar Minuten Zeit hat, man kann immer ein gutes Workout einbauen.